Nina Bruckner, sie möchte jetzt in die Fußstapfen von Verona Both treten und Werbeikone in Österreich werden. Mitten in Wien hat sie für einen Frisiersalon, der sich auf Haarverlängerung spezialisiert hat, einen märchenhaften Werbespot gedreht. Doch vor der Gedächtnislücke kam die Packlücke. Mittlerweile ist ja bewiesen, dass Frauen die besseren Autofahrer sind. Doch hier sitzt Bambi am Steuer. Normalerweise bin ich eine super Autofahrerin und ich kann auch sehr gut parken, einpacken. Aber nur, ich meine, das, was da ist, das ist ja eine Frechheit. Die Straße ist so schmal und wenn du einschlägst, dann hast du Angst, dass du vorne irgendein Auto mitnimmst oder ich weiß nicht, das ist Katastrophe gewesen. Aber ich habe es geschafft. Bravo. Endlich heil und gesund am Filmset angekommen, wird aus Bambi Rapunzel. Zeit, das Drehbuch zu lernen, beziehungsweise aufgrund der Professionalität der Darstellerin, das Drehblatt. Ja, also es ist weder Herr der Ringe noch die Bibel 3 oder so irgendwas, also von daher ist es nicht dramatisch, es gibt keine Monologe. Es ist gesagt, also die Geschichte passt einfach wie Faust aufs Auge und dadurch ist es eigentlich auch leicht. Recht viel habe ich ja nicht auswendig lernen brauchen, ich habe ja gerade mal nur einen Satz. Ich glaube, das habe ich schon gut hingekriegt. Ja, also schwer getan habe ich mir nicht. Denn wer es nicht weiß, Bambi ist dank ihrer Tochter sehr belesen. Ich habe so 10 Bücher auf dem Bett und, so, und da muss ich ja alle 10 Bücher vorlesen. Wenn eines fehlt, dann geht sie mir nicht schlafen und sie kennt sie schon in- und auswendig. Also wenn ich da irgendeine Geschichte mal anders erzähle, dann bessert sie mich eh gleich aus. Da sie jetzt noch ein zweites Kind bekommen hat, musste ihr Kostüm da vielleicht ausgebessert werden? Das Kleid musste man nicht umnähen. Also ich habe zwar noch 10 Kilo mehr, das muss ich schon leider sagen, aber es ist ja wie gesagt erst 2 Wochen her, dass ich entbunden habe und so schnell geht das nicht. 10 Kilo mehr und 10 Bücher zu Hause. Wer so viele Kinderbücher liest, kennt doch die Geschichte von Rapunzel in- und auswendig. Was genau da jetzt passiert ist, weiß ich jetzt mittlerweile auch. Böse Hexe hat die Prinzessin, also Rapunzel, eingesperrt in einem Turm, wo sie nicht raus hat können. Prinz wollte sie retten und hat ihm gesagt, Rapunzel, lass den Haar runter. Und sie hat es runterlassen und ist über den Zopf auf den Turm und hat sie gerettet. Und dann war ein Happy End. So oder so ähnlich müssen es die Märchenerzähler wohl gemeint haben. Und in der Werbung sieht das Ganze dann so aus. Rapunzel, lass den Haar herunter. Ui, und wie kommst du jetzt rauf? Also vom Rauslehnen, da habe ich jetzt wieder vergessen. Das hat jetzt passt, oder? Okay. Okay, der Prinz kommt also nicht drauf. Aber wie kommt man denn drauf, genau Bambi für eine Werbekampagne zu nehmen? Was kann sie, was andere nicht können? Wenn wir gedacht haben, ne, Urs ist Haare, lange Haare ist sexy, ist gleich Nina ist sexy. Ich glaube, es ist einmal ihr Aussehen, ne, eben die sexy Ausstrahlung. Und ich glaube, sie ist eben die österreichische Verona Both, würde ich sagen. Verona Both alias die Feldbusch hat mit ein paar Watschen von Dieter Bohlen und der vollkommenen Unkenntnis der deutschen Sprache einige Millionen Euro verdient. Wieso sollte das Bambi nicht auch schaffen? Ich höre das jetzt leider nicht zum ersten Mal. Ich meine, leider, ich finde die Verona super, ich finde sie toll, aber ich möchte mich nicht mit irgendwem vergleichen oder irgendwen, weiß ich nicht. Also ich bin ich und ja, ich vergleiche mich nicht mit irgendwem anderen. Aber vielleicht klappt es ja trotzdem mit der Werbung, zum Beispiel mal für Fahrschulen oder Kinderbücher. Ja, man kann eigentlich, ich könnte eigentlich für alles Werbung machen. Ich glaube, das kann jeder, das ist sicher nicht so schwer.